Wenn man lang LASK-Fan ist und alle Höhen und Tiefen mitgemacht hat, dann ist man wirklich verbunden mit dem LASK. Die Gemeinschaft unter uns Anhängern ist eigentlich schon eine sehr, für mich sehr beeindruckende. Diese lange Zeit, die man miteinander erlebt, die Höhen und Tiefen, die Freuden und die Enttäuschungen, die binden einen schon sehr stark aneinander. Die Emotionen, die was am Fußballplatz sind oder rauskommen aus jedem Einzelnen, die sind so unterschiedlich wie die Leute selber, die was jetzt alle da stehen. Also freuen wir sich dann auch immer voll und jubeln halt auch. Also, ja. Ja, wir stehen einfach immer hinter der Mannschaft, egal was passiert. Und man, glaube ich, sieht es auch ganz gut und man, besser gesagt, man hört es auch. In einer Kurve zum Stehen hat auch immer viel mit Zusammenhalt zu tun, dass einfach so viele Einzelne eigentlich zu einer gewissen, ja, zu einer Einheit werden. Also die auch, wo man das Gefühl kriegt, dass das auch sich auf die Mannschaft, auf dem Feld übertragen kann. Wenn es einmal knapp ist und hinten raus ist schon öfters vorgekommen, dass uns die Fans richtig pusht haben und uns dann auch vielleicht das Zünden an der Waage war, dass wir dann das Spiel zu unseren Gunsten drehen haben können. Adrenalinausstoß pur, und wenn man so etwas erlebt vor 30.000 Zuschauern, weiß man eigentlich gar nicht, was man momentan tut. Man läuft halt einfach und man lässt sich einfach feiern, weil es einfach ein geiles Gefühl ist. Ja, es war für uns unvorstellbar, der Empfang. Das war für mich das größte und schönste, was ich überhaupt in meinem Leben gegeben habe. Fans? Zig, kann ich sagen, zigtausend. Meinen Sie am Hauptplatz? Ja. 10.000. 10.000? Ja, mindestens. Ja, darf ich bestätigen, was 10.000. Ich glaube einfach, dass die Fans und die Leute um den Verein herum, dass sie einfach viel wichtiger sind als die Spieler selbst, weil ich, natürlich sind die Spieler dafür verantwortlich, dass der Erfolg da ist, dann kommen die Leute und so weiter, aber die Fans bleiben halt für immer Fans des LASK. Ich glaube, dass man Präsident sein kann, muss man unbedingt auch Fan von diesem Verein mit sein. Ja, ich muss ehrlich gestehen, ich war und bin und bleibe ein Lastiger bis zu meinem Lebensende. Der Franzl war eigentlich, der hat den Grundstein gelegt zu dem Meister. Und zwar haben wir gegen Sportclub gespielt in Wien und haben 2-1 gewonnen. Und Franzl hat mit dem Torbein das Siegestor geschossen. Und da war der berühmte Heinz Brüller, damals war Journalist bei Express, der ist zu mir gesagt, du kennst du Dritter werden. Ich sage, ja, schaut ganz gut aus. Nicht? Und dann sind wir Meister geworden. Wir haben die 7 Punkte aufgeholt und entscheidend war dann das letzte Spiel. Wir haben auf der Hohen Warte gegen Vienna gespielt, haben 2-0 gewonnen und Rapid hat verloren in GRK, in Graz, 1-0. Dort sind wir Meister geworden. Ja, es hat sich so angespielt, mit denen hat man ja nicht rechnen können, dass solche Leute um Mitternacht noch da sind und uns gewartet haben. Das war für uns eine Überraschung. Wir kommen heim und steigen aus und gehen jeder zu Hause. Nicht? Auf einmal waren da die Massen von Leuten da, das war unwahrscheinlich. Sowas, glaube ich, gibt es nicht noch einmal. Ja, wir sind da beim letzten Spiel, glaube ich, Teufel hat es schon gesagt, also oben eingestiegen in der Nähe vom Bahnhof da, der Blomau, und sind dann die ganze Landstraße runtergefahren und sind im Hauptplatz empfangen worden mit alles drüber. Es geht nichts Schöneres. Ich kann mich nur erinnern, das war für mich das Schönste. Ich bin wirklich stolz, mit dieser Mannschaft Meister geworden zu sein. Ja, bis heute, ich bereue keine Minute, die ich bei LASK verbracht habe.
Also für mich ist das ein ganz großer Mensch in erster Linie gewesen und natürlich auch ganz großer Fußballer, weil was der für Talent gehabt hat im Toreschießen, gigantisch. Da ist ihm wirklich ein großes Geschenk in die Wiege gelegt worden und er ist bescheiden geblieben bis ja, am Schluss. Ich habe das miterlebt, wie er das erste Mal mit 18 in der Nationalmannschaft gegen Ungarn gespielt hat, dann wie er ein Tor nach dem anderen geschossen hat bei uns. Ich glaube, dass unsere Kids Idole mitbrauchen, dass sie aufschauen können. Und ich glaube, wir sollten die Idole in unserem Bundesland mit haben und nicht, dass dann vielleicht mit einer grün-weißen Dress oder mit einer Red Bull-Dress umherlaufen. Und ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt und ein Antrieb auch von meiner Seite, dass man Identifikation für die Region mitgibt, für unser Bundesland, dass man stolz ist, in Oberösterreich zu Hause zu sein. Ich habe angeteuscht, wie wenn ich nach links weggehe, habe aber den Ball nach rechts mitgenommen. Und dann habe ich einen Schuss verzögert angedeutet. Gell? Das war nämlich das Entscheidende bei dem Tor, weil ich hätte gleich geschossen. Gell? Weil ich habe den Ball schon am linken Fuß gehabt. Gell? Ich hätte gleich abziehen können und dann hätte ich den geblockt. Durch das, dass ich den Schuss aber verzögert habe, ist der schon in die Luft gesprungen und ich habe zwischen die Füße durchgeschossen und der Zehnger hat den Ball zu spät gesehen. Gell? Das war das Tor. Also das war eine Eingabe, kann man nicht trainieren, ist situativ gewesen. Und aus dem Grund haben wir dann gewonnen, ne? Das war wunderbar. Ja, das Tor gegen Inter Mailand, kann ich mich noch ganz gut erinnern an den Tag. Da war ich in der Hauptschule, habe eine Englischschularbeit schreiben müssen. Mein Vater hat mir klar gemacht, dass nur mit einer guten Englischschularbeit ein Stadionbesuch möglich ist. Was macht man als LASK-Fan? Man belügt sogar den eigenen Vater, fährt ins Stadion. Und dann Tor, Hans Größ, 81. Minuten. Überglücklich, da war ein Vater auch für kurze Zeit sogar die Englischschularbeit. Sehr egal. Ja, der LASK ist ein ganz großer Bestandteil von meinem Leben. Das ist schon sehr lang her. Schon in meiner Familie hat der LASK eine große Rolle gespielt. Bin immer am Fußballplatz gegangen mit meinem Papa. Jetzt ist er schon sehr alt, 97. Aber nur vor ganz kurzer Zeit war immer die erste Frage, na, wie geht's denn dem LASK? Ich sage einmal, man wird da hineingeboren. Es ist der Vergleich mit einer Religion ist natürlich immer schwer, aber du wirst von klein auf mit dem Papa mitgenommen. Ich bin halt dann auch mit den Freunden meistens dann ganz vorne. Und dass man da die Spieler von ganz hinbei halt sieht. Zu Tode betrübt, vor allem dann nicht unbedingt wegen einzelner Niederlagen oder Abstiege, sondern die Angst, dass es den Verein immer nicht mehr geben könnte, gibt es momentan nicht, Gott sei Dank, aber die hat es in diesen 40, 50 Jahren oft genug gegeben, wo man nicht gewusst hat, ob es am nächsten Tag den LASK noch geben wird. Ja, wir sind jetzt hier in Zördorf, wo ich mit dem LASK eine Zeit lang trainiert habe. Eine lange Zeit und ja, es sieht immer noch so einfach aus wie früher. Also es hat sich nicht wahnsinnig viel verändert. Linien sind immer noch keine da, also es war früher auch nicht anders. Da hat man viel improvisieren müssen und ja, es ist einfach schön wieder hier zu sein. Weil man natürlich sieht, was man geschafft hat, wo man einmal war und wo man jetzt ist. Und ich muss ehrlich sagen, ich verbinde hier trotz der Umstände sehr viele positive Sachen mit Zördorf. Ich denke wahnsinnig gerne auch an die Leute zurück, die damals in diesen schwierigen Zeiten zu uns gestanden sind, weil es eben nicht viele waren. Weil wir teilweise dann auch auf der Linzer Kugel später dann vor, glaube ich, 600, 800 Leuten gespielt haben, wo das Flutlicht beim Aufwärmen noch nicht an war, um Kosten zu sparen und, und. Und ja, das alles sind so Sachen, die dann einen prägen und
ja, die einem aufzeigen, wie schnell es nach unten gehen kann. Viel schneller nämlich als nach oben. Und ja, dennoch bin ich, wie gesagt, wahnsinnig stolz auf das und genieße halt einfach jetzt diese positive Phase und bin stolz, dass ich eben den Wechsel, den ich eben gemacht habe, zu einem Zeitpunkt gemacht habe, wo es dem Lass natürlich viel, viel besser ging, weil das einem dann natürlich auch ein viel besseres Gefühl gibt. Ich habe selbst jetzt, wenn man wieder drüber spricht, wo ich Gänsehaut, muss aufpassen, dass ich nicht wieder Tränen in den Augen bekomme. Ja, da sind so viele Emotionen mit durchgeschossen. Das ist von Dankbarkeit bis Freude bis, ja, ist unbeschreiblich. Ich glaube, für einen Skifahrer ist es circa so, wie wenn man die Streifen mitgewängt. Also eine Last, die da top gefallen ist und stolz auf das ganze Team, nicht nur auf die Mannschaft, die da unten gestanden ist, sondern auf die Fans, auf die Freunde des LASK, auf die ganzen Sponsoren, die alle diesen Weg mitgegangen sind und die an uns geglaubt haben, weil sehr viele Leute haben nicht mehr an uns geglaubt, wie wir den LASK übernommen gehabt haben. Und das war halt einfach ein ganz wichtiger Schritt für die Zukunft des LASK, dass man wieder in Spitzenfußball zurückkehrt. Mein wertvollstes Sammlerstück sind eigentlich Bilder, wo meine Söhne drauf sind. Mein älterer Sohn, wie wir beide gerührt über den Aufstieg in die erste Liga sind und ich so die Hand auf seiner Schulter habe, beziehungsweise auch ein Bild aus Norwegen, weil ich ihm als Kind versprochen habe, an der LASK jemals wieder im Europacup spielt. Dann fahren wir gemeinsam hin. Was mir am meisten taugt, ist, wenn man einfach ein Spiel hat, wo man jetzt einmal hinten liegt oder wo man ein Gegentor kriegt. Und dann wird aber die Stimmung einfach immer besser, weil dann so eine Jetzt-erst-recht-Stimmung aufkommt. Ja, und dann brodelt das richtig und dann explodiert es einfach so. Ja, es war natürlich der Höhepunkt, glaube ich, in der Saison. Auch wenn es dann schlussendlich nicht gereicht hat, in die nächste Runde aufzusteigen. Aber es war was ganz Spezielles. Ja, wenn wir zweimal auf der Kugel spielen können. Direkt in Linz, wenn du drauf kommst, ins Stadion, volle Hütte, alle Leute haben uns unterstützt. Ja, war sicherlich das Highlight in meiner Karriere und ich denke auch für viele andere. War natürlich toll, dass wir da das Spiel gewonnen haben. Schlussendlich waren wir natürlich trotzdem enttäuscht, aber man hat schon gesehen, was für Potenzial da ist in Linz und ja, war einfach ein herausragendes Ereignis. Wenn man die Stimmung hier sieht und vor allem jetzt den Zwischenstand, ohne dass ich was verschreien will, dann sieht man, was für eine Begeisterung von einer Mannschaft, die selber Begeisterung hat, ausgehen kann. Natürlich bin ich als Fan stolz, aber es ist auch für den ganzen Standort was Tolles. Unser Jahrhundertprojekt, also dort würde ich mir wünschen, dass wir dann, wenn wir miteinander sprechen, in dem neuen Stadion sprechen, sofern ich dann nur Präsident mit bin, das wird sich auch ausweisen, aber grundsätzlich, glaube ich, ist unser Jahrhundertprojekt das, dass wir in unserem neuen Stadion sind und dann, glaube ich, kommt die sportliche Entwicklung und alles andere separat, was uns jetzt eigentlich sehr stark mit überholt hat, weil wir selbst nicht in den kühnsten Träumen zu träumen gewagt haben, dass wir da stehen, wo wir jetzt gerade stehen. Thank you.